So, na dann herzlich willkommen zurück zu Tembo the Badass Elephant. Wir sind das letzte Mal schon ein bisschen die Final-Stages gekommen, da dann irgendwie ein Dutzend Mal verreckt. Und dann dachte ich, dann machen wir lieber nächstes Mal weiter, wenn wir ein bisschen frischer sind. Und dann mal gucken, ob wir jetzt mehr Chancen sehen. Ja, es lädt dann immer mal eine Weile. Warum auch nicht? Es ist halt Unity. Ich weiß nicht, ob das nicht nur so ein Klischee ist, aber für meine Begriffe ist Unity immer unglaublich unperformant. The Hot House. Ach, echt ganz von vorne nochmal, okay. Na gut, kriegen wir hoffentlich hin. Ach, ich dachte, das. Mann, es ist so schwer. Ja, es sieht nicht so schwer aus, ich weiß. Haben wir den anderen endlich gekillt aus dem Panzer? Ja, haben wir. Ach komm! Ah, es ist echt sau schwer, leider. Mal gucken, ob wir das schaffen. Bevor wir hier alle continuous verbraten. Das sieht nicht so aus. Ach, fuck. Okay, so weit, so gut.
Aber ich glaube, hier sind wir immer gescheitert. Oder nee, das haben wir noch geschafft. Oder? Bin nicht sicher. Nee, da sind wir immer dran gescheitert. Ach komm! Das ist leider echt schwierig. Hier sind wir mal angeschattet. So, und jetzt vorsichtig. Okay, sehr gut. Naja, ein Treffer ist okay. Ach, wie dumm. Das wollte ich. Ja, Mann. Ah! Oh Gott, ey. Schwierig. So, zumindest hier noch keinen Treffer abbekommen. Mann, ey, der ist so krass.
Ey. Wow. Krass, wir haben da uns fehlen drei Gegner. Bei einem so kurzen Level, wie kann das denn passieren? Na egal. Manchmal stehen die auch einfach nur irgendwo im Gebüsch und machen sonst nichts und ist dann manchmal ein bisschen schwierig, die zu finden. Phantom Commander, 999. Okay, das wird der Endgegner sein. Okay. Zwei Treffer. Drei Treffer. Vier Treffer. Ach, ich bin... Ach, Mann! Ach, nein! Jetzt verbraten wir echt die ganze restliche Atmosbuddha. Fuck! Jetzt habe ich ihn getroffen. Yes! Mist! Aber immerhin getroffen.
Ach, fuck. Nein! Oh Gott, ist das schwierig. Ach, fuck. Mann. Ach. Hui. Aber interessanter Endgegner. Peanut Butter Jelly Time. Peanut Butter Jelly Time. Nur ohne Jelly. Das mögen die Elefanten wahrscheinlich nicht so. Ach, fuck. Ach, Mensch. Ich weiß auch nicht, warum ich da immer so blöd reinlaufe. Ja, mit einer HP werden wir es nicht mehr schaffen. Aber ich habe mich da nicht sterben lassen. Ich habe nicht dran gedacht, dass jetzt die Kopfnuss kommt. Ach komm, da hören sie jetzt auf. Komm. So. Ah! Oh Gott, ist das schwierig. Da muss man echt schnell sein. Ah. Ich
konnte mich kurz nicht bewegen, weil der Elefant da das Wasser getrunken hat. Ich hab's irgendwie nicht früh genug gecheckt. Also in blöde Fehler machen mich richtig gut, ey. Mann. Diese Halskette, die er da hat oder so, sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Verderbnisstein, den man bei WoW sammeln musste. Für die Agentumdämmerung. Den Untoten. Ach Mann! Ich schaff's nicht. Ach Gott, es hat noch gezählt. Ich weiß nicht, warum das... Wieso zählt denn das nicht? Ich finde, ich habe ihn gut getroffen. Ah! Komm. Ich schaff's nicht, diesen blöden Ball zurückzuspielen. Weiß nicht, ob man mal probieren sollte mit Wasser auf die Raketen? Wahrscheinlich nicht. Aber man, wie ich so eine Endgegner hasse, wo es einfach ewig... Also man kann halt nicht viel machen, um das zu beschleunigen. Man ewig diese Phasen alle abwarten muss.
Ach Mann, was mache ich denn? Ah! Wieso krieg ich's nicht hin? Ich krieg's nicht hin! Mann! Komm jetzt. Ich verstehe es nicht. Sollen die vielleicht, kann man die vielleicht nicht mit Sprung? Ah, das ist der Trick! Und wir haben ihn! Woo! Deswegen habe ich ihn immer nur getroffen, wenn ich dann wieder nach unten war, weil der Ball sonst noch zu weit hinten ist. Ach Gott, ey, was Dummes. What? Gott, bitte lass uns da wieder anfangen, ey. Och nö. Och Gott. Ey, ist das deren Ernst? Wie soll denn dieser blöde Kampf gehen? Und ich habe mal interessiert, ob es hier von Speedrun gibt. Bestimmt, es gibt von allen Speedrun.
Wenn ich den Raketen gleichzeitig noch ausweichen muss, habe ich keine Chance, die Dinger zu treffen, ey. So, na also. Fuck! Yes! Oh Gott, das war schwierig. Keine Ahnung. Tada! Eine Parade und eine Statue von uns. Ja, geil, hat voll Spaß gemacht. Ist halt, weiß ich nicht, wenn man das halt mit den großen Spielen vergleicht, also das letzte, was ich halt so gespielt habe, was vielleicht so ein bisschen ähnlich ist, ist Donkey Kong Tropical Freeze. Und naja, man merkt, dass das eine ist halt für Nintendo ein richtig großer, wichtiger Titel und das ist halt hier ein kleines Spiel. Das merkt man halt vor allem an der Länge, an der Anzahl der Levels, wie so die Abwechslung ist. Aber ich muss sagen, ich fand es richtig gut. Also für die Länge hat es wunderbar getragen. Die Idee, dass man da die Sachen retten muss und dass sie dann bis zum Ende des Levels quasi da auf einem reiten. Ich finde es alles total liebevoll designt. Die Musik war schön. Hat mir jetzt richtig gut gefallen und ja. Ich hätte sogar Bock gehabt, jetzt noch zwei weitere Welten zu spielen oder so. Also es hat mich auf jeden Fall gut unterhalten. Und ich bin gerade noch am überlegen, ob wir noch die restlichen Heinis suchen. Aber ich glaube dann nicht mehr. Außer da kommt jetzt gleich noch eine Tür mit, hier gibt es noch ein Bonuslevel, wenn wir noch drei Leute retten. Aber davon gehe ich mal nicht aus. Oh. Ach, schön. Ist echt geil gezeichnet. Nö, das ist einfach vorbei. Na gut, dann war's das mit Tembo the Badass the Elephant. Vielen Dank fürs Zusehen. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.